Der dritte Spieler von WeMade Fox, jetzt Soccer neben mir, den werden wir natürlich auch ein paar Fragen stellen. Und ich kann nur sagen, auch ein extrem guter Warcraft 3-Spieler. Neben mir, schön, dass du da bist, Soccer. Du hast eine Menge Avalon of Heroes gespielt, auch schon seit einigen Monaten. Wie gefällt dir das Spiel bisher? Avalon of Heroes, Es hat dadurch, dass es viele Charaktere gibt und verschiedene Sprüche, Spells gibt, ist das Spiel halt sehr, sehr gut zu spielen. Nächste Frage, natürlich auch wichtig. Das Spiel, man möchte eine große Community haben, man möchte viele Spieler begeistern. Kann man auch ein Spiel wie dieses im E-Sport sehen? Das heißt, Competition, viele Wettbewerbe. Ist es ein Spiel, wo man sich gut messen kann? Man kann es jetzt im 5 gegen 5 spielen. Würdest du sagen, ja, auf jeden Fall? Und was spricht denn dann dafür? Also dadurch, es gibt halt sehr viele Patches schon in dem Game, also die Firma selbst halt investiert sehr viel Zeit, das Spiel immer mehr und mehr zu verbessern. Es werden immer mehr Charaktere hergestellt, die dann halt, die dann Abwechslung ins Spiel bringen. Und umso, wenn die Leute das sehen halt, wie viel da investiert wird, wie viel Zeit, wie viel Arbeit und so, denkt er halt, hat Avalon Heroes sehr gute Chancen, ein sehr großer E-Sport-Titel zu werden. Jetzt haben wir mit Avalon of Heroes ja heute auch einige Pro-Gamer vor Ort. Wen würdest du jetzt persönlich dennoch mit als aktivsten oder auch stärksten Spieler momentan hier vor Ort sehen? Jemanden, wo du sagst, okay, der ist auf jeden Fall noch ein Stückchen besser als ich. ID는 잘 모르겠는데 그 마우즈 팀에 있던 도타 선수 있었던 것 같은데 그 선 SK 선수 있던 그 사람이 네 요다 네 요다 그 선수가 참 잘했던 것 같아요 게임을 할 때. Er sagt halt, dass der Spieler von SK Gaming, der Dota-Spieler Lode, halt also das Spiel sehr gut spielen konnte. Jetzt möchten wir auch ein bisschen was über das Spiel selber erfahren. Welchen Hero spielst du und gibt es einen, der extrem viel Spaß macht? Es muss ja natürlich auch nicht der Stärkste sein. Gibt es denn etwas, was richtig viel Spaß macht, wo man sagt, ja, das sind so Eigenschaften, Spells, die richtig viel Spaß machen, um den Gegner einfach mal fies auszuschalten und um ein bisschen Spaß zu haben einfach? Er hat dieselben Spieler wie Moon erwähnt, Bin Yo-Gyeong und Zazel. Wobei halt bei Bin Yo-Gyeong, bei dem einen Spieler selbst, also bei dem Charakter, gibt es halt einen bestimmten Spell, wo man sich halt an der Seite verstecken kann, wo keiner ihn sieht und halt einen Spell raushauen kann, der halt sehr viel Damage macht und den man halt gar nicht erwartet. Das heißt, man ist irgendwo, man läuft einfach einen Weg entlang und plötzlich von der Seite kann dann dieser Spell reinfliegen. Letzte Frage, was unterscheidet Avalon of Heroes vielleicht von einem Dota oder von einem Hero of New Earth? Was ist da auf jeden Fall gelungen, was ist da sehr gut und kann man nur weiterempfehlen? Avalon이나 Dota나 게임이 비슷한 경향이 있긴 한데 각 게임에 재밌는 요소가 다 있는 것 같고 Avalon의 경우에는 이 가운데서 15분마다 리젠되는 그 골렘이라는 특성이 있어서 그 골렘을 두고 거기서 싸우는 그런 게 아발론의 재밌는 요소 중 하나인 것 같아요. Er sagt halt, dass bei
dass Avalon Heroes und Dota halt recht ähnliche Spiele sind, nur dass halt bei Avalon Heroes halt die Map ist ein bisschen anders aufgebaut und man zum Beispiel hat man in der Mitte diesen einen Golem, den man halt jede 15 Minuten einmal killen kann, wo halt ein anderer starker Golem rauskommt. Also das ist halt sehr viel mit Taktik verbunden. Wer den zuerst killt, hat halt einen recht großen Vorteil und ja, das macht es halt aus beim Spiel. Okay, vielen Dank hier an Soccer. Vielen Dank.